bin ich mit dem Auto mit meinem Sohn ein bisschen weiter in den Wald gefahren, konnten parken und sind jetzt ein gutes Stück in den Wald rein. Ja, jetzt habe ich hier was entdeckt, wo ich denke, muss mal gucken. Es sieht so ganz verwinkelt aus und es sind so viele kleine Bäume. So. Und hier hinten ist noch so eine kleine Ecke, wie so ein kleines Innenschiff. So. Und das spricht mich irgendwie an. Heute wollen wir unsere Zelte ein bisschen, die Hängematten ein bisschen enger aufbauen, dass wir eventuell beide unter einem Dach schlafen können. Wir machen jetzt zum ersten Mal, mein Sohn und ich, hier mit so einem Tarp. Ich bin gespannt, wir haben keine Ahnung richtig, wie wir es machen wollen. Wir haben neue Schlafsäcke, die zeige ich euch nachher noch. Ob die was taugen, bin ich gespannt. Down-Schlafsäcke aber waren ein Schnäppchen. Und ob das Schnäppchen immer so gut ist, das werden wir dann austesten. Ich freue mich jetzt auf die Arbeit und guckt uns gerne zu oder wir zeigen euch nachher das Resultat. Jetzt haben wir unsere Hängematten schon hier aufgebaut, dass wir den Eingang zu uns haben. Letztes Mal waren wir einzeln so und ich fand ein bisschen näher, kann auch nicht schaden. Die ersten Mücken sind hier, aber ja, soll uns nicht weiter stören. Wir haben ja ein Moskitonetz, das ist ganz gut mal, um das zu testen. Jetzt haben wir zwei Neuigkeiten. Einmal haben wir eine Tarp bestellt. Inebu steht drauf. Das scheint relativ groß zu sein. Da müssen wir schauen, wie wir uns hier so ein bisschen zudecken. Hier waren auch, habe ich schon gesehen, ein Beutel mit ja, sind dann vier, ne, sogar fünf Haken. Wow, also müssen das irgendwie fünf Löcher sein, denke ich mal. Und dazu das passende, die passenden Spannenseile sind auch mit dabei. Wir breiten gleich mal alles aus und dann werden wir gucken, wie groß das ist, ob wir zwei benutzen, ob wir uns ein schönes Dach hier bauen. Irgendwie werden wir uns was Schönes zimmern. Und wir haben einen Schlafsack neu mit. Die Sensation hat meine Frau mir gebracht. Ja, von Lidl, 15 Euro. Wo ich sage, naja, wenn das was taugt. Wir waren auf diversen Seiten von Reiseläden. Naja, da sind natürlich die Preise für so einen Schlafsack, der auch was halten soll. Da geht es bei 200 Euro los. Ne? Von daher sind wir ganz mal gespannt, ob so ein 15 Euro Schlafsack, wie der so halten wird. Von daher sind wir wieder super schwer bepackt. Wir sind, na, ich glaube, so 20 Minuten hier durch den Wald gegangen. Das geht mit dem Gepäck. Also ist ja keine Stundenwanderung. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Wärme als beim letzten Mal, dass es uns gut geht. So, bevor die Mücken uns hier auffressen, arbeiten wir mal schnell weiter. Damit wir nachher am Feuer so ein bisschen dann Ruhe haben vor den Viechern. Gut, bis gleich. Ein für da. So, einen Tab haben wir jetzt ein bisschen rübergelegt. Ich habe vor, die eine Seite das mit Seilen zu bespannen und oben versuche ich das zu verbinden, dass wir ein gemeinsames Dach haben, so ein breites, dass wir nach innen hin auch ein Dach haben. Es ist gar nicht so einfach, das mit unserer weißen Unterlage letztes Mal, weil die nicht so groß waren und diese haben hier fünf Löcher und nicht vier oder so.
wirkt es ein bisschen komplizierter, aber ja, ich gucke mir meine Konstruktion mal an. Sieht jetzt ganz gut aus. Und wir machen erstmal ein bisschen, probieren noch weiter. Und ja, seht das mit an, wie unser Ende ist. So, wir haben jetzt von beiden Seiten das so gemacht und haben jetzt ein schönes Dach. Das gefällt mir hier noch nicht ganz so, aber es hat so ganz sonst geklappt, wie ich das gedacht hatte. Jetzt müssen wir noch schnell alles ein bisschen hier aufräumen und machen uns dann was zu essen. Ein Tagesbeutel. Ja, was ist alles drin in so einem Tagesbeutel? Das würde ich mit euch hier. Aua! Heute! Guck mal, was scharf ist. Also, es ist drin. Tagespaket. Für kalte Region. Naja, kalt wird es ja noch, ne? So? Ich glaube, das Ding hier hat 3300 Kalorien. Alter Falter, ey. Was haben wir? Bärenmüsli, yeah. Einmal Beef Stroganoff. Eine Pasta mit Käsesoße, vegetarisch. Eine Erdbeercreme. Ein Schokoladenriegel. Viermal Sesamriegel, wow. Naja. Oh. Alter. Viecher. So scharf, dass man sich schon schneidet, ist es auf jeden Fall. Papier und Müll muss man natürlich hier mitnehmen, alles. Ey. Travel Lunch. Sesam, Sesam 2, 3. Oh, das gibt's ja nicht, Jungs. Das ist ein wirklich hier. What's the? Klopapier. Das sieht aus wie Klopapier hier. Ha! Ich fasse es nicht. In einem Ding sind. Naja. Ach nee, ist das ein Lätzchen wahrscheinlich. Kannst du das Toilettenpapier oder als Lätzchen nehmen. Als Serviette. Dann haben wir hier drin Salz und Pfeffer. Oh, und zweimal Zucker. Zweimal Zucker, einmal Salz. Und einmal Instant-Kaffee. Ich fasse es nicht. Wow, das ist doch schon eine Menge hier. Weiter geht's. Ich habe jetzt Beef Stroganoff genommen. Schmeckt gut. Die Arbeit war doch wieder, wir haben noch ein bisschen das Loch gebuddelt fürs Holz. Und im Moment ist mir wieder richtig schön warm, aber das ändert sich wahrscheinlich in einer halben Stunde. erstmal haben wir jetzt richtig Hunger gehabt und wir haben mal was. Und wenn ich jetzt wüsste, okay, so eine Tagesration hier ist ganz geil. Mein Sohn testet jetzt nochmal das andere Zeug hier alles. Werden wir euch berichten. Auf jeden Fall, der erste Gang schmeckt gut. Was Schiss? Mhm. Warum? Ich glaube, sowas wird passieren. Da vorne ist eine riesige Spuren. Also, nein, Lava. Als wenn da 20 Wildschweine durchgelaufen sind. Wir sind aber so ein bisschen an unserem Camp hier vorbei. Und da hinten ist irgendwie Hochsitz. Also, aber der Hochsitz zeigt, ob das fällt. Also, nicht, dass er da uns hier für Schweine hält. Und was dann? Ich habe was passiert, was das Schwimmbuch deswegen kann. Gar nichts. Jetzt trifft es nur noch diesen Haufen Bäume. Ich bin von dem Daumen da geschnitten, ey. Scheiße. Ich komme gerade einen Klumpen hier. Hey. Oh.
10. Vielleicht täuscht das so ein bisschen, aber das Feuer ist unter Kontrolle. Wir haben wieder ein kleines Loch gebuddelt und halten das ganz klein. Wir haben alle Blätter und alles hier weggewischt, sodass hier trotz Brandgefahr nichts passieren dürfte. Genug Wasser habe ich mit. So schön, so könnte ich pennen. Ja. Ja, ich auch. Ja, so einen kleinen Schlafsack jetzt hier oder so ein Biwak wäre jetzt gut. Nimm dir Biwak, sagt er, der regendicht ist. Ja, dann wäre es nicht. Das wäre, ja. Ein Plastiksack, irgendwie Plastiktüte. So, es ist jetzt 12 Uhr, 24 Uhr. Wir hatten ein schönes Feuer, haben ein schönes Hörspiel gehört. Die Sterne funkeln richtig toll. Aber jetzt machen wir uns gemütlich in der Matte und werden morgen früh euch berichten, wie die heutige Nacht war. Ich hoffe, es ist ein bisschen wärmer. Jetzt im Moment, wenn wir hier stehen und nicht am Feuer, wird es doch wieder sehr frisch. Aber wir haben uns hoffentlich gut ausgerüstet. Schlaft gut, bis morgen. Gute Nacht. So schön, so geil. Ich habe einen geilen Sonnenaufgang an. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Vielleicht könnt ihr hinten schon sehen, da ist die Sonne aufgegangen. Richtig herrlich schön. Ich hätte heute eine deutlich bessere Nacht. Ich habe meine Isoliermatte einmal rausgenommen, bevor ich ins Bett ging und konnte mich so deutlich mehr drehen im Bett. Auf dem Rücken schlafen ist nicht so für mich, also einige können das ja. Der Schlafsack hat gehalten. Ich bin ganz überrascht, dass so ein 15-Euro-Teil gut warm gehalten hat. Ich habe wesentlich besser geschlafen als bei unserem ersten Trip. Wie ihr seht, haben wir noch ein bisschen noch Feuer angemacht, weil beim Aufstehen ist mir noch ein bisschen wieder am Kühl. Wir machen jetzt ein schönes Frühstück und bauen dann in aller Ruhe ab und werden dann zum zweiten Frühstück zu Hause erwartet. Hat mich gefreut, euch das zu zeigen. Es war ein richtig schönes Gebiet hier. Am Anfang waren noch viele Mücken, aber als es dunkel wurde, waren die Mücken weg und wir konnten super gut schlafen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.